Berlin nach dem Krieg. Die Stadt liegt in Trümmern. Und wer nicht hungern will, muss stehlen oder auf den Schwarzmarkt gehen. Hier beginnt die kriminelle Karriere eines Jungen aus der Schreinerstraße im Arbeiterbezirk Friedrichshain. Und hier im sowjetischen Sektor Berlins endet sie auch mit einer Schießerei, die zur Legende wird. Bis heute. Und da bei der Schießerei wurde das von der Bäckerei hinten das I abgeschossen. Das war ein richtiger, also ein Magnet. Tagelang, wochenlang sind Leute hier gekommen und haben sich das abgeschossene I nachher noch angesehen. Von da an geht es um den Kopf des gerade mal 18-jährigen Werner Gladow. Aber das ahnt Gladow noch nicht. Begonnen hatte alles in der letzten Phase des Kriegs. Wie vielen anderen wurde Werner Gladow noch das Schießen für den Endkampf beigebracht. Wir waren dann noch als 14-jährige Jungs noch im Krieg eingesetzt und haben die letzten Kampftage noch in Berlin mitgemacht. Das war natürlich für uns ein toller Abenteuererlebnis. Und wir haben den ganzen Rückzug gemacht, wir haben mit den Russen mitgekämpft, wir waren mit der SS untergeordnet gewesen und für uns war das eben Spielerei gewesen, Abenteuer gewesen. Und dadurch haben wir eben dieses Leben kennengelernt und bis 1945. Und danach war das eben, konnte man den Anschluss einfach nicht mehr finden. Das war der Anfang von unserer kriminalistischen Laufbahn. Keine ordentliche Unterkunft, keine Berufsausbildung und schwarzer Markt. Das sind die großen Gefahren für unsere Jugend. Das Bild aller Werte hat sich für sie verschoben. Auf dem Schwarzmarkt am Alexanderplatz spielt der intelligente Werner Gladow trotz seiner Jugend eine wichtige Rolle unter den Schiebern. Der Kipperkönig fällt der Polizei auf. Durch Prostituierte hatten wir erfahren, dass es dort Leute gibt, sogenannte Kreuzlagenverpasser. Die haben Folgendes gemacht. Die haben sich rangemacht an jemanden, der stangenweise Zigaretten verkaufte. Das waren ja alles West-Zigaretten, also amerikanische Keine. Von die Kasbeck von den sowjetischen Besatzungsbehörden, die waren nicht gefragt. Oder Machorka schon gar nicht. Aber Chesterfield, Camel, Pall Mall, das waren die gängigen Sorten. Und der Preis stand um diese Zeit etwa so um 8-9 Mark pro Zigarette. Also war eine Stange mit 200 Zigaretten, war schon ein ganz schöner Wert. Jetzt gingen die ran an den Zigarettenschieber und sagte, was, eine Schachtel? Nee, nicht interessiert. Na, ich hab doch mehr. Und dann kam die Stange zum Vorschein. So, jetzt wurde ein Geldscheinpaket hingehalten. Wir hatten ja damals zwei Währungen. Die alte deutsche Reichsmark und das Besatzungsgeld. Dann fing der an zu zählen. Obendrauf lagen zwei oder drei Scheine echten Geldes. Darunter war blankes Papier. Und dann kamen die anderen und brüllten, Ratscha, Polizei! Dann schob der dem das Geld hin, nahm die Stange Zigaretten weg und sie türmten. Und auf diese Weise ist man in Besitz der Zigaretten gekommen und hat für die Stange vielleicht 30 Mark hingepackt, weil da 13 Markscheine oben drauf lagen. Und das andere war eben leer und immerhin eine Stange, wie gesagt, zwischen 160 oder 180 Mark. Und an diese Leute wollten wir ran. Und in diesem Zusammenhang wurde auch einmal Werner Gladow zugeführt. Wegen eines Angriffs auf Polizisten wird Gladow zu 4 Monaten Jugendstrafe verurteilt. Der Beginn einer Freundschaft. Ich habe ihn in Plötzensee bei der Jugendstrafanstalt. Der Gladow hatte, glaube ich, ein halbes Jahr Jugendstrafe bekommen. Ich hatte, war erst in Untersuchungshaft gewesen, hatte dann zu 3 Monate Jugendstrafe verurteilt. Und wir hatten uns kennengelernt und wir hatten uns erstmal geprügelt, richtig, so wie es sich gehört unter Jugendlichen. Da war so der Machtkampf gewesen, wer ist stärker und so weiter, wer gibt da den Ton an. Na, und da war ich Sieger gewesen, aber dadurch hatte ich auch 7 Tage Arrest gehabt. Durch diese Schlägerei, aber dann hatte man uns gemeinsam auf eine Zelle wiedergelegt und der Gladow, der, ich habe gedacht, der will eine Revanche mit mir machen, aber der gab mir dann ein Stück Brot, weil ich ausgehungert war. Und dadurch, das hat mich so imponiert und dadurch wurden wir dann die besten Freunde. Er war sehr hilfsbereit und
sehr kameradschaftlich und das war das, was mir imponiert hatte. Große Geschichten erzählt, hatte Riesenpläne gehabt, von Amerika erzählt, was Al Capone da gibt und dass man Organisationen in Deutschland aufbauen könnte und so. Ich habe es ja erst für Hirngespinste betrachtet, aber das wurde leider nachher richtige Wirklichkeit. Große Pläne hatte der Junge aus dem Arbeiterviertel schon immer. Er sollte mal studieren, davon bleibt nur der Spitzname Doktorchen. Doch Glado will rasch heraus aus der engen Welt der Kleine-Leute-Wohnungen und Notunterkünfte. Nach dem Gefängnis braucht er zunächst Geld und Kleidung. Sein Freund Soni hat aus dem Krieg noch Pistolen. Und die beiden fahren in den wohlhabenderen Westsektor der Stadt, wo Soni schon einmal eine Kamera raubte. Wir sind am Wochenende in der Rankestraße, wir spazieren hier, er hat eine Pistole bei sich gehabt, ich war nicht bewaffnet, weil hatte ja keinen Grund, mich zu bewaffnen gehabt. Und da habe ich ihn, sind wir in der Rankestraße spazieren hier und da sind wir an den Vordergeschäft vorbeigekommen, wo ich gesagt habe, du, hier in diesem Vordergeschäft habe ich schon mal eingebrochen. Und er guckte sich die Schaufensterscheibe an und sagte, Mann, guck da, der Idiot hat schon wieder eine Leica da im Geschäft drinne. Na, die hole ich ihn jetzt raus. Der Geschäftsinhaber, der kam gleich raus, rannte ihm hinterher und mit einem großen Schäferhund noch. Und der rannte an mir vorbei und der rannte in die Trümmerin, ja klar. Und der Hund hinterher, der Mann auch hinterher und in die Trümmer. Der hatte ihn fast eingehabt, klar. Der hat das richtig provoziert, dass der näher rankommt. Da holt er die Pistole raus und peng, hat er geschossen. Und der, ich weiß nicht, glaube ich, im Arm hat er ihn getroffen oder so. Und da war sein erster Überfall war. Gegen bewaffnete Überfälle dieser Art kann die Polizei wenig ausrichten. Sie steht unter der strengen Aufsicht der alliierten Sieger. Die Polizisten sollen die steigende Nachkriegskriminalität eindämmen, doch sie sind schlecht ausgerüstet und noch schlechter bewaffnet. Steife und Wachen, die wurden rausgeschickt und dann war entweder bei einer Schleife ein Mann eine Pistole, ein Mann ein Knüppel und der Standposten auch, der war mit Knüppel und Pistole bewaffnet. Und bei Ablösung wurde das eine mit dem anderen übergeben und jeweils wurde Unterschrift geleistet von dem Übernehmenden in seinem Streifen- oder Postenbuch, dass er die Waffe gekriegt hat. Die Polizei der Stadt wird in Ost und West geteilt. Besonders verhängnisvolle Folgen hat die Spaltung der Berliner Polizei. Die gesamte, seit Jahrzehnten mühevoll aufgebaute Verbrecherkartothek befindet sich im rechtmäßigen Polizeipräsidium im sowjetischen Sektor. Das auf Befehl der westlichen Sektorenkommandanten überstürzt eingerichtete zweite Präsidium verfügt über keinerlei Unterlagen zur Bekämpfung der Verbrecher. Den Vorteil haben die Kriminellen. Sie wechseln, wenn sie sich der Verhaftung entziehen wollen, einfach in eine der drei westlichen Sektoren, wo die Polizei weder über Verbrecheralben noch über eine Kartei von Fingerabdrücken und Laboratorien verfügt. Die Leidtragenden sind die anständigen Menschen. Gangster brauchen einen Wagen, also rauben sie einen. Ein Kumpan erzählt später bei der polizeilichen Vernehmung: Ich war selbst überrascht, dass Glado es fertiggebracht hat, den Fahrer zum Aussteigen zu zwingen. Ich war selbst überrascht, dass Glado es fertiggebracht hat, den Fahrer zum Aussteigen zu zwingen. Sie schlagen den Fahrer nieder, doch das Auto springt nicht an. Der Fahrer war nicht bewusstlos und hatte Mackie von der anderen Straßenseite aus zugerufen, wie der Wagen angeht. Hat ihn dann aber doch selber wieder in Gang bringen müssen. Aber was wollen Sie mit dem geraubten Wagen? Wo sollen Sie das Auto unterstellen? Glado und Mackie parken den Wagen schließlich auf der Straße und schlafen darin ein. Am Morgen fallen sie einer Polizeistreife auf, schießen sich aber den Weg frei und flüchten vor den Polizisten zu Fuß. Die Kinos im Westsektor propagieren jetzt den American Way of Life. Glado und seine Freunde interessieren sich aber nicht für Demokratie und Freiheit.
Das Gericht wird später feststellen, Glado hat glaubhaft angegeben, dass er sich ausschließlich mit Kriminalliteratur und Kriminalfilmen beschäftigt hat, um aus den Fehlern anderer Verbrecher zu lernen und um zu wissen, wie sie sich vermeiden lassen. Damals kamen auch die ersten amerikanischen Filme, die Gangsterfilme, die wir sehen konnten. Hat dann schon imponiert, wie die da Geld verdient haben, Spielcasino und große Autos gefahren und so weiter. Und da war natürlich sein Plan, eine schnellere Bande aufzubauen. Er hat die Filme ausgesucht, dann haben wir uns gemeinsam angesehen und dort sagte er so, das müssen wir ja auch mal machen. Die Leinwandgangster sind Glados Helden und Vorbilder. Wovor sollte ich dabei Angst haben? Wenn mal was schief geht, schießt man sich den Weg frei. Gar keine langen Zicken, nur raus mit der Kanone und drauf losgeballert. Hart und kaltblütig musst du sein, dann schaffst du es. Ich möchte jemand sein. Einer, dem gehorcht wird, wenn er seine Leute nur scharf ansieht. Ein Mann, der seinen Willen durchsetzt. Dafür lebe ich. Werner Glado organisiert eine weit verzweigte Bande. Jungs aus der Nachbarschaft gehören dazu. Aber auch einige gestandene Kriminelle ordnen sich dem 17-Jährigen unter. Manche setzt Glado nur gelegentlich ein. Ein harter Kern ist fast immer dabei. Dazu gehören Werner Glado, dem Chef geht es mehr um Abenteuer und Macht als um Geld. Gustav Völpel, genannt Henker Hannes. Der ehemalige Scharfrichter ist Tippgeber und Hehler. Franz, genannt Bomme Rezinski, Analphabet und Berufskrimineller, im Krieg bei Sondereinsätzen hoch dekoriert. Gerhard Rogasch, genannt Seppel, aus Glados Nachbarschaft. Kurt Gäbler, er ist der Fahrer der Bande. Er kannte einen Scharfrichter, der hieß Hans Völpel, der war Scharfrichter gewesen in Deutschland und der hatte ihm dann so die Leute langsam organisiert. Der war praktisch in der Unterwelt gewesen, war auch hochkriminell gewesen, hatte, glaube ich, 48 Hinrichtungen in der Nachkriegszeit durchgeführt, auch mit dem Fall bei der Frankfurt-Oder. Und der kannte hier Hinz und Kunz und hatte auch ziemlich gute Leute gekannt, die er dann an den Glado vermittelt hatte. Nicht so eine Kriminelle, wie man heute sagt. Ja, da waren immerhin, der eine war U-Boot-Fahrer oder war der auf dem Minenräumboot gewesen. Der andere war Panzerfahrer, Bomme Rezinski war Ritterkreuzträger gewesen. Das waren schon Abenteuerlust, hatten sie schon gehabt. Tja, der hat sie alle überredet, der Scharfrichter hat sie überredet. Dann wollten sie auch aus dem Milieu raus zum Bisschen und wollten eben auch ein bisschen Geld verdienen und die gegenüber den anderen ein bisschen ein besseres Leben führen. Und so hat sich das dann natürlich ergeben. Die hatten auch Kinder zum Arbeiten gehabt. Die Bandenmitglieder verkehren in den Amüsierlokalen der Umgebung. Man kennt sie in Friedrichshain. Aber der Kurt Gäbler, der war deshalb so bekannt und berühmt, er fuhr den damaligen russischen Kommandanten von Lichtenberg. Er war der Kraftfahrer von dem und hatte scheinbar das Recht, nach Feierabend, wenn er seinen Russen abgeliefert hat, ist er mit den Waren dann nach Hause gefahren. Das heißt, er ist nicht nach Hause gefahren, sondern er fuhr dann immer so rum. Nun war das so ein offener Wagen im Sommer, so ein Cabriolet, ich glaube, es war ein Horsch. Und dann hat er uns eingeladen und wir sind mit den Waren dann im Lichtenberger Stadtpark, also eigentlich nur für Fußgänger, ja nicht geeignet für Kraft. Da ist der mit uns so rumgefahren und keiner hat sich gewagt, dagegen aufzumucken. Unter den alliierten Siegern eskaliert der Streit. Aber noch trennen nur Schilder und gemalte Linien die Sektoren der Stadt. Während Glado seine Bande zusammenstellt, beginnt im Juni 1948 die Blockade Westberlins. Die Westalliierten beugen sich nicht dem Druck der Sowjetunion. Westberlin wird ausschließlich aus der Luft versorgt. Seine Bewohner bekommen erneut Hunger und Kälte zu spüren. Neue Schiebergeschäfte werden möglich. Die Grenzen zwischen dem Ostsektor und den Westsektoren werden von Volkspolizisten bewacht. Glado blamiert die Fopos mehrere Male und hat die Lacher auf seiner Seite. Im
brauchten sie Waffen. Da haben sie zum Beispiel im Treptower Park zwei Polizisten entwaffnet, haben die Polizisten im Gleichschritt weiterlaufen lassen, bis die nächsten zwei Polizisten kamen. Die haben sie auch entwaffnet und dann mussten sie wohl zu viert, oder ich glaube zum Schluss waren es ja sechs Polizisten, alle im Gleichschritt entwaffnet laufen. Und die hatten dann natürlich schon sechs Pistolen. Das war nur wirklich nicht schwierig. Man schleicht sich ran von hinten, hält ihnen die Pistole ins Kreuz, reißt ihnen die Waffe weg und türmt. Da, dass sowas vorgekommen ist, das ist keine große Sache. Nicht? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, mit welcher Brutalität die Angehörigen der Gladow-Bande vorgegangen sind. Die Mitglieder der Bande bewegen sich jetzt gut bewaffnet durch die Stadt. Ihr Anführer wird später vor dem Richter aussagen: Natürlich war ihnen bekannt, dass es mein Grundsatz war, die Opfer immer durch einen Arm-, Bein- oder Schulterschuss zu verletzen, niemals aber zu töten. Diesen Grundsatz habe ich allen meinen Mittätern zur Befolgung eingeprägt. Gladow und seine Leute schießen, sobald sie auf Widerstand stoßen. Und ihre Opfer suchen sie nicht nur unter den Reichen. Wir standen als Jugendliche im Schwarzen Markt, haben Zigaretten verkauft, Schokolade verkauft. Da kam diese Truppe an, elegant angezogen, und dachten, das sind die Jugendlichen, die nehmen wir die Zigaretten und haben uns auch eingeschüchtert. Allerdings nicht mit den Pistolen, so eben als Erwachsene schon. So. Und dann sind sie weitergelaufen und wir haben das unsere großen Leute erzählt, also unsere großen Jungs. Und die haben gesagt, die greifen wir uns und die verprügeln wir so ungefähr und holen uns die Zigaretten wieder. Ja, naja, und dann sind sie hinterhergelaufen und die haben das gemerkt, dass sie verfolgt wurden, standen hier auf der Ecke in der Münchstraße, zogen die Pistolen und fingen an zu schießen. Und ich stand drüben auf der anderen Straßenseite da, bei Becker Weber, da waren zwei Pfeiler gewesen. Und wie ich sah, dass die was in der Tasche rauszerrten, irgendwie eine Ahnung war gewesen, sprang ich hinter diese Pfeiler. Und es flog auch eine Kugel in diese Chalaisie rein, weil ich da Knallen gehört habe. So, und die sind dann hier die Grenadierstraße hoch und sind getürmt. Dabei haben sie den Hut verloren. Den habe ich noch aufgehoben noch so, als jugendlichen Gag. Ja, naja, und der eine hat einen Beinschuss gekriegt, der sie verfolgt hat. Und ein Passant, der damit nichts zu tun hatte, hat einen Bauchschuss gekriegt. Die Tage des Schwarzmarkts gehen trotz Blockade allmählich zu Ende. Was wird aus den Schwarzhändlern? Suchen sie wieder Arbeit? Werden sie Gangster oder Geschäftsleute? Da gab es zum Beispiel einen Bruno Broscheid, hieß der Mann. Das war so ein neureicher Typ, unangenehm, also rein äußerlich. Er lief mit einem Korsett rum, war gepudert, das war für damalige Verhältnisse unmöglich. Aber da er viel Geld hatte, der ist irgendwie so nach dem Krieg zu Geld gekommen. Er hatte mehrere Geschäfte und war auch ein paar Jahre älter als wir. Der war nicht angesehen bei uns. Also es war ein so unangenehmer Typ. Er hatte so Allüren, er kam so rein mit zwei oder drei jungen Frauen und fütterte die dann mit Schokolade. Dieser Reichtum lockt die Gladow-Bande an. Gegen Geschäftsschluss wird Borscheids Tauschzentrale überfallen. Aber der Inhaber verrät nicht, wo er sein Geld hat. Deshalb versucht Gladow, Borscheids Füße mit einer Heizsonne anzusengen. Und als die nicht funktioniert, hält er brennende Pappe an die Fußsohlen, bis Borscheid das Versteck preisgibt. Denn Geld musste da sein. Die Tauschzentralen sollten eine Möglichkeit bieten, gebrauchte Waren legal zu handeln, wurden aber schnell zu Umschlagplätzen für Wertgegenstände jeder Herkunft. Über seinen Folterversuch sagt Gladow später: Meiner Meinung nach ist dieses Sengen nicht so schlimm gewesen. Ich bin nicht von mir aus auf diese Art der Marterung gekommen, sondern habe in Büchern davon gelesen. Borscheid schrie wohl mehr aus Angst als vor Schmerz. Borscheid aber kann monatelang nicht mehr richtig gehen. Dieser Umgang mit dem Überfallenen erregt Aufsehen und Empörung. Aber wir haben natürlich darüber gelacht, wir haben uns alle gefreut. Mensch, den Borscheid haben sie der Bähne angesenkt, haben wir gelacht. Also das war für uns, der war so was von unangenehm. Also, gut, ich meine,
aus heutiger Sicht kann man sagen, das ist natürlich so, das ist die Meien und Finster. Aber wenn man das okay nicht gönnt hat, aber den hat man die gönnt. Und zwar alle, ohne Ausnahme. Die Bande hat Geld. Genug, um den Neureichen am Kudamm und den Vorbildern im Kino nachzueifern. Genau 80 Zentimeter. Zeige 80 Zentimeter. Meister, ich brauche ein bisschen Platz hier. Aber Sir, hier oben können wir es etwas weitermachen. Sie haben eine recht kräftige Brust. 110. 110. Haben Sie schon von dem Raub in dem Schnapslager gehört? Ja, das habe ich irgendwo gelesen. So, das wär's für heute, meine Herren. Danke. Danke. Und vergessen Sie nicht, Meister, ich brauche ein bisschen mehr Platz hier, ja? Ja, und bei mir 6 Knöpfe. 6 Knöpfe. Verlange nicht zu viel, Matt, sonst schneidet ihr dir noch die Nase ab. Ah, wer kommt denn da? Das sind doch Mr. Tom und Mr. Matt. Hallo, George, wie geht das Geschäft? Fabelhaft. Hey, du Dummkopf, der hat Gänge, das ist kein Ford. Okay, Boss. Wir haben schon gedacht, wenn wir schon auftreten, dann müssen wir auch so auftreten als Gentleman, ja, und nicht eben als mit Straßenkleidung. Wir haben uns Maßanzüge, Maßschuhe, Budapester Schuhe, wir haben Sombreros gehabt. Wir hatten alle dunkle Anzüge gehabt, wir haben auch eine weiße Krawatte getragen, so nannte man auch uns ja damals weiße Krawatte. Und die Gladobande wurde erst nach der Verhaftung, kam der Name Gladobande auf, aber vorher nannte man uns weiße Krawatte. Kleider machen Leute. Viele Zeugen halten die Täter jetzt für wesentlich älter, als sie tatsächlich sind. 27.02.1949. In Köpenick werden 250 Gramm Zwiebeln auf Abschnitt FF der Februarfleischkarte verteilt. Die Gemüseabschnitte der Januar-Kartoffelkarte sind in Reinickendorf nur noch bis zum 28. Februar gültig. Mit der regelmäßigen Stromsperre ist das Westberliner Villenviertel Dahlem dran. Auch hier dröhnen die Rosinenbomber. Der Krach von oben und die Dunkelheit bieten Schutz für einen Einbruch. Zuerst einmal bedienen sich Glado und seine Kumpane beim Kirschkompott im Keller. Während die einen dann die Villa durchwühlen, schlägt Bomerezinski die gefesselte Hausbesitzerin auf den Kopf, bis Glado ihn stoppt. Dazu erklärt Bommel bei seiner Vernehmung: Aus dem Krieg ist mir bekannt, dass derjenige, der einen kräftigen Schlag über den Kopf bekommt, sofort stumm ist. Ich habe im Feld bei Spähtrupps manchem Gegner mit einem Knüppel einen Schlag über den Kopf versetzt. Dadurch habe ich aber niemals einen getötet. Ich wollte keinesfalls die Frau töten, sondern nur erreichen, dass sie sich ruhig verhielt. Wir haben ja fast jeden Tag oder manchmal sogar zweimal am Tag irgendwelche Überfälle ausgeführt. Also das war ja richtig Vollzeitjob gewesen. Wir werden 3 Banken ausgenommen. Und Post überfallen und Tauschzentralen damals überfallen. Das wurde richtig observiert und das wurde dann richtig alles organisiert. Ich glaube auch, dass viele wussten, was wir machen. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, uns irgendwie zu verraten. Also wir waren ja damals schon so, wie man heute sagt, schon bei der Jugend schon kleine Helden gewesen, war. Die Mitglieder der Bande bleiben in ihrem Kiez. Glado und Soni wohnen weiter bei ihren Eltern. Ihr vieles Geld stammt angeblich aus Schwarzmarktgeschäften. Bei den Überfällen schlägt immer wieder jugendliche Abenteuerlust durch. Mal stehlen die Bandenmitglieder einen Pudding von der Fensterbank und essen ihn sofort auf. Dann überfallen sie aus einer Laune heraus ein Kino, an dem sie gerade vorbeikommen. Mit gezogener Waffe rauben sie bei einem Fleischer Würste und Speck. Und dann wieder machen sie bei einem Juwelier richtig große Beute. Noch weiß die Polizei nicht, dass dahinter immer dieselbe Bande steckt. Werner Glado geht es nicht so sehr ums schnelle Geld, sondern um den Aufbau einer richtigen Gangsterorganisation. Soni kommt zu dem Schluss, dass die Bande diesem Ziel nicht näher kommt. Er ahnt, irgendwann wird es Tote geben und steigt aus. Ich habe mich mit ihm alleine getroffen. Wir haben in der Nacht, wir hatten einen Garagenhof gehabt, wo wir unsere Autos geparkt hatten.
Und da habe ich ihm ganz klar und klipp gesagt, dass das für mich jetzt vorbei ist. Naja, und da hat er sie gesagt, gut, wenn ich dich verliere, dann will ich dich ganz verlieren, dann knall ich dich eben ab. Ja, und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, pass auf, wenn du schon schießt, dann schießt von hinten. Das sieht ein bisschen besser aus, sag, als wenn du mich von vorne abknallst. Und das hat ihn höchstwahrscheinlich imponiert. Das war das Ende gewesen. Und dann habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Am 8. April 1949 verliert die Bande auch noch ihre graue Eminenz, ihren Hehler. Völpel will einen Überfall nur von Weitem beobachten, läuft dabei der Polizei in die Arme und sitzt in West-Berlin in Haft. Die Überfälle in der zerstörten Stadt gehen Schlag auf Schlag weiter. Das schnelle Schießen verbreitet Schrecken und verstößt gegen den Ehrenkodex der traditionellen Berliner Ganoven. Berlin ist nicht Chicago. Den Juwelier Wockenfuß in Friedrichshain beraubt Glado nach einem spontanen Entschluss. Gäbler hatte an Glados Mut gezweifelt. Glado will ihm das Gegenteil beweisen und fährt mit dem Rad vor das Juweliergeschäft. Es ist der 9. April 1949. Der stellvertretende britische Ministerpräsident verspricht den Berlinern künftig mehr Selbstverwaltung. Glado wirft mit einem Stein das Schaufenster ein. Die Angestellten des Juweliers stürzen auf die Straße. Glado schießt und trifft einen. Mit meiner Freundin Helga wollten wir Bücher umtauschen in der Greifswalder Straße, in der Leihbücherei. Und wir sind die neue Kirchstraße hochgekommen und da standen Leute an der Ecke und die sagten, geht nicht weiter, da wird geschossen. Und wie Kinder so sind, ja, man ist ja dann neugierig, sind vorübergerannt zur Promenade. Ja, und da blieben wir stehen, weil wir hier auf dem Damm, mitten auf dem Damm gesehen haben, dass da ein Mann liegt. Ein anderer Mann hat sich so halb über ihn gebeugt, die Pistole auf den gerichtet. Und der Mann, der am Boden lag, hat sein Bein festgehalten, das linke Bein. Und rechts von dem Mann am Boden lag ein Fahrrad. Ja, und während der Mann ein, zwei Mal geschossen hat, haben von da oben Leute ein, zwei Blumentöpfe runtergeworfen, wollten den Täter treffen. Aber leider fielen die Blumentöpfe daneben. Und der Mann nahm dann das Fahrrad, stieg auf und ist dann hier die Friedensstraße hochgefahren. Und ringsherum standen auch vereinzelt Leute. Und zwei, drei Autos sind dem Mann dann gefolgt auf dem Fahrrad. Also mit ihren Autos sind sie dem Mann auf dem Fahrrad gefolgt. Aber allerdings in großen, bisschen größeren Abständen. Und der Mann hat sich dann so halb umgedreht, hat geschossen, da blieben die Autos stehen. Ja? Und dann ist der Mann weitergeradelt. Und dann links in Friedrichshain und dann war er weg. Dem zweiten Angestellten war es gelungen, Glado vom Rad zu reißen. Er klammert sich an ihm fest. Glado schießt den Mann in Arme und Beine und schließlich in die Hand, damit er loslässt. Später wird Glado sich darauf berufen. Er wollte den Mann eben nicht töten. Doch der zuerst Angeschossene stirbt. Die Beute, eine Uhr. Es hat einen Toten gegeben. Aber die Bandenmitglieder begreifen nicht, was das bedeutet. Sie halten es im Augenblick nur für besser, aus der Innenstadt in die Randbezirke auszuweichen. Am 22. April fahren Glado und seine Kumpane ziellos durch Kaulsdorf und sehen Licht im Lokal zum Freischütz. Den ersten Eindruck hatte ich, dass es sich um einen üblen Scherz handelt. Nicht? Ich hatte mich umgedreht, weil ich mit dem Rücken zur Eingangstür saß. Und da sehe ich bewaffnete Leute mit maskiert. Und ich habe im ersten Moment gesagt, na, die wollen einen Scherz mit uns machen. Ich habe doch nie geglaubt, dass es sich um einen ernsthaften Überfall handelt, ja. Nicht? Und darum sagte ich, macht mal keine Räuberscheiße, ja. Und da sagt er so, Hände hoch, Hände hoch. Nicht? Und wir mussten uns hinsetzen und mussten die Hände schön hochhalten, nicht wahr? Wir saßen da wie die Osterhasen. Die stürmten dann hinter die Theke. Und da kam die Frau Grundmann aus der Küche und da hat sie gesehen, wie einer die Kasse rauszieht auf der Theke. Und da wollte sie mit dem Krückstock
den, der die Kasse rauszog, wollte sie die Maske runter. Und da hat noch der Sohn zu ihr gerufen, Mutti, lass es sein, Mutti, lass es sein. Aber die hat nicht davon abgelassen. Und einer von den Banditen gab dann den Befehl, schieß doch. Nicht? Und der hat tatsächlich geschossen und hat sie oberhalb der Lunge hat sie einen Einschuss gehabt. Glado träumt noch immer vom Leben als Gangsterboss in einer Villa am Wannsee. Ein richtig großer Raub soll ihn weiterbringen. Und dazu braucht er ein Fluchtfahrzeug. Die kam immer an zu uns, da fragte der, ich weiß noch, das war der Seppelhorasch, sag mal, bist du da nicht, wo ein Auto steht? Und zwar ein ganz bestimmten Typ Auto, Horsch. Ich glaube, es war ein Horsch. Ihr braucht mir nur zu sagen, wo so ein Ding steht. 500 Mark kriegt er dafür. Also ich meine, man hat zwar geahnt, dass er das Auto nicht für Rallyefahrten braucht, aber dass irgendwas damit geschehen sollte, das war uns schon klar. Aber was und warum, keine Ahnung. Aber ich wusste nicht, wo so ein Auto steht und meine Freunde wussten auch nicht, obwohl man sich gerne 500 Mark verdient hätte. Am 11. Mai ist es soweit. In der kommenden Nacht soll die Blockade aufgehoben werden. Glado plant, die Hauptkasse der Gaswerke zu überfallen. Das Auto will er unter den Linden besorgen. Doch der Fahrer steigt nicht aus und Glado schießt. Seine Aussage wird später zwei Kumpane zu Mitschuldigen am Tod des Fahrers machen. Gäbler und Rogasch waren selbstverständlich in diesem Fall wie auch sonst damit einverstanden, dass ich schoss. Sie wussten ja, dass ich von der Schusswaffe Gebrauch mache. Der große Coup wird abgeblasen. Das Auto landet im Müggelsee. Die Polizei sucht jetzt mit großem Aufwand nach den Mördern. Beamte durchwühlen die Akten und Spitznamenkarteien nach möglichen Tätern. Der Tod des 44-jährigen Fahrers wird sorgfältig rekonstruiert. Nach der Aufhebung der Blockade kann sich die Polizei in Ost und West wieder mehr um die Verbrechensbekämpfung kümmern. Aber noch für lange Zeit wird ein simples Gespräch zwischen den Kriminalbeamten innerhalb einer Stadt ein sehr komplizierter Vorgang bleiben. Wenn solche Treffen vereinbart wurden, ging ein Fernschreiben. Das war das Kuriose. Die Fernschreibverbindung zwischen Ost und West existierte noch. Aber nur über ein Kommissariat. Für West-Berlin lief der ganze Fernschreibverkehr über die Inspektion Kreuzberg. Und in Kreuzberg kamen sie an und gingen dann zu einem leitenden Beamten und der hat dann delegiert, meinetwegen an Inspektion M, also Mordkommission. Dann wurde ein Fernschreiben zurückgeschickt, jawohl, Treffen wird akzeptiert, am so und so vierten, da und da, dann fuhren wir mit unserem Wagen davor, stellten ihn entweder bei dem daneben ab oder in der Straße vorher, liefen hin und haben uns bei denen im Wagen da hingesetzt und haben dann unser Wissen ausgetauscht. Die Polizei kommt voran. Zu viele Spuren hat die Bande bei ihren Überfällen hinterlassen. Zum Verhängnis wird Glado, dass seine Bande weit verzweigt und in ihrem Milieu recht bekannt ist. Kleine Ganoven, die bei einem Diebstahl gefasst wurden, packen aus. Sie kennen zumindest Spitznamen oder können Bandenmitglieder beschreiben. Von einem Werner aus der Schreinerstraße ist jetzt die Rede. Auf Seppel Rogasch kommt die Polizei durch seinen watschelnden Gang. Am 3. Juni werden Rogasch und Gäbler verhaftet. Kriminalbeamte klingeln auch bei Werner Glado. Der eröffnet sofort das Feuer. Glado hält trotz einer ersten Verwundung die Polizisten im Wohnungsflur und auf der Straße in Schach. Es wird erzählt, seine Mutter habe die Pistolen nachgeladen. Russisches Militär hält sich im Hintergrund. Und der hatte dann vom Balkon aus geschossen. Und alles, was sich bewegte. Und da hat der eine Kriminalbeamte, der noch frei war,
sich am anderen, an der anderen Seite der Häuserfront emporgehoben bis zum zweiten Stock und hat von dort aus den Glado unter Feuer genommen. Auch mit der 765, nicht mit der normalen Pistole. Und hat einen getroffenen Oberschenkel, ja. Und der Grund dessen war eben nicht mehr fähig, sich zu bewegen. Und da wurde die Tür aufgebrochen und der Glado wurde so gesagt verhaftet. Der Volkspolizei gelang es, die gefährlichen Burschen festzusetzen. Ein Erfolg, der ihr überall Vertrauen und Achtung einbrachte. Die Wohnung des 18-jährigen Bandenchefs Werner Glado. Hier überwältigte ihn die Volkspolizei nach einstündigem Feuergefecht. Doktorchen, so nannten ihn die Komplizen, trat ab von der Bühne der Unterwelt und des Schwarzen Marktes. Im Polizeipräsidium am Alexanderplatz sind wir Augenzeuge einer Vernehmung. Bandenmitglied Kurt Gäbler. Sie heißen Kurt Gäbler. Jawohl. Sagen Sie, warum habt ihr den Schock für Alte unter den Linden erschossen und den Baum geraubt? Doktor beabsichtigte seit mehreren Tagen, die Kasse zu berauben. Gäbler, sagen Sie, welche weiteren Pläne hatte Doktor schon mit seiner Bande überhaupt noch beabsichtigt, beziehungsweise welche Pläne wollte er noch durchführen? Er wollte schon seit längerem, beziehungsweise so lange wie ich ihn kannte, größere Banken bzw. Kassen, wo sich größeres Bargeld ansammelte, überfallen. Retzinski geht am 18. Juni in Thüringen ins Netz. Die Ostberliner Polizei präsentiert ihren Erfolg. Vor allem Glado und Retzinski genießen ihre Auftritte vor der Presse und geben bereitwillig Auskunft. Eindruck macht der charmante Bandenchef. Der Hauptangeklagte, Werner Glado, eigentlich ein Kerl wie Samt und Seide, nur schade, dass er völlig fehlgeleitet, ohne eine vernünftige und effektive Erziehung, sich dem Gangstertum verschrieben hatte, dem Gefühl, Macht entfalten zu können. Die Justiz steckt noch in einem Schwebezustand zwischen altem Strafgesetz, Besatzungsrecht und neuen Regeln. Hier handelt es sich vordergründig um einen unpolitischen Fall. Und noch können Anwälte aus West-Berlin auch vor Gerichten im Osten auftreten. Der Prozess damals war kein Schauprozess. Es war ein Prozess streng nach der Prozessordnung, aber er wurde hart geführt, denn Ost-Berlin wollte beweisen, dass es in der Lage war, Ordnung zu schaffen und jedes Übergreifen und vor allen Dingen jedes Gangstertum zu unterdrücken. Ein alter Bekannter aus der Polizei besucht Glado in der Zelle. Der gibt sich selbst sicher. Wenn ihr mich nicht erwischt hättet, ich hätte aus Berlin ein Chicago gemacht. Beim zweiten Mal dann, da fragte ich ihn, na, was meinst du denn, was du bekommst? 4 oder 5 Jahre. Und ich sagte nur zu ihm, na, du, damit wird's wohl nichts werden. Ein bisschen mehr wird's wohl werden. Wie gesagt, an Todesstrafe hat damals keiner von uns gedacht. Der Prozess wird zum Medienspektakel. Die Ostberliner Zeitungen betonen den schädlichen Einfluss amerikanischer Filme und amerikanischer Kultur. Ein psychologisches Gutachten bescheinigt Glado jugendliche Unreife, obwohl man neuerdings schon mit 18 volljährig ist. Das Ostberliner Gericht stützt sein Urteil nun aber ausgerechnet auf ein Gesetz aus der Nazizeit, nachdem auch ein Jugendlicher nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden kann, wenn die Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit und seiner Tat ergibt, dass er ein charakterlich abartiger Schwerverbrecher ist und der Schutz des Volkes diese Behandlung fordert. Werner Glado spielte seine Rolle als Chef und als sozusagen überlegener Geist bis zum Ende durch
Und selbst bei der Verkündung des Urteils beziehungsweise bei der Urteilsbegründung war ihm nicht anzumerken, dass es ihn wirklich berührte. Er hat zum Richter gesagt, wissen Sie, Herr Richter, die dreifache Todesstrafe, einmal lasse ich mir die gefallene Bürde abhauen, aber das andere Bäder Mal würde ich sagen, das ist Leichenschändung, sagt er dem Richter. Na ja, das war ziemlich hart, der Richter war leichenblass geworden. Glado, Gäbler und Rogasch werden am 8. April 1950 zum Tode verurteilt. Die anderen Angeklagten erhalten zwischen 4 und 15 Jahren Haft. Das harte Urteil über die jungen Männer wird auch im Westen als richtig empfunden. Gnadengesuche lehnt der Ostberliner Magistrat ab. Die menschliche Gesellschaft muss vor derartigen Verbrechen geschützt werden. Die bewachenden Polizisten haben es jetzt mit Todeskandidaten zu tun. Ich war im Krieg gewesen und habe einiges mitgesehen. Und die ganze Todessituation, da ging man auch persönlich kalt drüber weg. Ja? Also da hatte man auch keine großen Gefühle. Und vor allen Dingen, weil er ja Menschen ermordet hat und Schusswaffen ermordet hat, also war für uns ein Schwerverbrecher. Und da hatte man kein Pardon. Am 9. November 1950 werden Glado, Gäbler und Rogasch nach Frankfurt an der Oder gebracht. Am folgenden Tag wird vollstreckt. Frühmorgens um 6 Uhr, als die 12 Stunden abgelaufen waren, wurde er dann, Füße waren gefesselt, die Hände auf den Rücken gefesselt, also mit Handschellen. Und da wurde er in den Raum geführt, wo die Hinrichtung stattfand. Und rechts daneben war ein Tisch von innen vom Raum. Und da hat der Oberstaatsanwalt, der das Todesurteil ausgesprochen hat, nochmal ganz scharf gesagt, also Glado, Sie sind zu Tode verurteilt. Das Todesurteil wird jetzt vollstreckt. Und da hat er ganz scharf gerufen, Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes. Dann sind die beiden, wir nannten sie damals Henkersknechte, die haben den geschnappt, wir haben den Vorhang aufgezogen und dann wurde auf den Tisch geworfen, wo das Fallbeil war. Und da wurde das Beil, also ein Stecker rausgezogen und es saust da unten. Und von nach vorne war eine Ausdehnung, wo der Kopf reingefallen war. Und dann wurde der Körper, also angenommen ausgeblutet, da wurde der Körper genommen in der Ecke, da lag eine Decke. Da wurde der Körper hingelegt und zwischen die beiden wurde der Kopf dann, da wurde erstmal sauber gemacht, da kam dann nichts daran.